Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Aus den Garagen der Helferautos fahren große Baustellenfahrzeuge raus. Bulldozer, Bagger, Zementmischer und wie nennt man das letzte Fahrzeug? Kipplaster, ja genau. Die kleinen Autos und das Hündchen spielen Verstecken. Das Hündchen verschließt die Augen und fängt an zu zählen. Die Autos suchen sich ein Versteck. Das grüne Auto will sich hinter dem Busch verstecken. Das rote Auto taucht ins Ballbecken. Das lilafarbene Auto hat noch immer kein Versteck gefunden. Hier ist schon jemand. Und im Ballbecken auch. Das lilafarbene Auto ist zur Baustelle gekommen. Auweia, hier zu spielen ist gefährlich. Bums, das Auto ist in die Grube gefallen. Das Hündchen geht die Autos suchen. Hunde haben einen sehr guten Geruchssinn. Das Hündchen hat das grüne Auto auch schon gefunden. Und hier haben wir das rote Auto. Fehlt nur noch das lilafarbene Auto. Nimm seine Spur auf, Hündchen. Bei der Wippe ist es nicht. Das lilafarbene Auto ist auf der Baustelle. Jetzt wird das Fundament mit Zement aufgefüllt. Stopp, Zementmischer! Lass deine Mischtrommel wieder runter. Das kleine Auto schafft es nicht, rauszuklettern. Bulldozer, kannst du uns helfen? Oje, das kleine Auto hat vor dem Bulldozer Angst. Vielleicht kann der Bagger dem Auto raushelfen. Nein, das Auto traut sich nicht, in die Schaufel zu klettern. Der Kranwagen fährt aus seiner Garage raus. Er will versuchen, das kleine Auto aus der Grube zu holen. Kranwagen, fahr deinen Arm aus. Und jetzt lass den Magnet runter. Prima, es hat geklappt. Kleines Auto, auf der Baustelle spielt man nicht verstecken. Lasst uns auf den Spielplatz gehen. Die Helferautos fahren zurück zu ihren Garagen. Sie haben ihre Arbeit erledigt. Bis zum nächsten Mal, Helferautos. Helferautos.